Kollege wollte in die Bibliothek. Ich glaube, wir folgen ihm mal. Oha. Ein leuchtender Schuft bei Nacht. Zu Hause benutzen wir Sonden, um gefährliche Stollen zu überprüfen, bevor wir selbst reingehen. Salvador hatte als einziger eine mitgenommen. Er meinte, am Ende will man uns töten und im Nu befinden wir uns im Krieg mit dem gesamten 17. Jahrhundert. Da brauchen wir jeden technischen Vorsprung, den wir kriegen können. Aha. Würdest du bitte meine Sachen in Ruhe lassen? Das ist kein Spielzeug. Spielzeug. Ist ja toll. Sieht man relativ wenig im Stream. Salvador? Ist aber auch Vollbild, oder? Was gibt es? So. Geht's voran? Mhm. Das ist ein völlig primitives Sicherheitssystem. Die geschützten Daten dieser Bibliothek lesen sich wie ein offenes Buch. Das mit Sadi tut mir leid. Sie... Es ist nicht deine Schuld. Ich will dich um eine kurze Pause bitten. Ich bin todmüde. Madame möchte also Urlaub machen? Nur etwas Schlaf. Ich habe so viel geleistet und... Hör zu, Funke, das ist eine sehr wichtige Operation, verstanden? Auch meine Freunde sind gestern gestorben. Wenn wir hier faulenzen, war ihr Tod völlig sinnlos. Aber das tue ich doch gar nicht. Hier ist noch einiges zu tun. Wie denkst du, könnten die nächsten Schritte aussehen? Ich könnte den zweiten Datenkristall suchen und... Bei einer Kletteraktion in den Tod springen? Wir haben schon einen Piloten verloren. Es gibt sicher einen anderen Weg nach unten. Ich könnte versuchen, Hilfe anzufordern. Wenn ich funken will, Funker, dann frage ich Delvin. Du kannst doch sicher Wichtigeres beitragen, nicht wahr? Okay. Wenn ich funken will, Funker, dann frage ich wen anderes als ein Funker. Ich könnte die Umgebung nach etwas Nützlichem absuchen. Ich kann dich nicht auf einen Spaziergang losschicken, während wir schuften. Du, Madame, sicherst besser das Areal ab. Wir wollen nicht im Schlaf überfallen und gemeuchelt werden. In dem Koffer ist die Sonde. Warte, wie soll... Du nimmst den Bohrer und bohrst ein Loch durch den Schutthaufen. Danach schickst du die Sonde durch das Loch. Hast du noch dein Zeitfunkgerät? Ich bin schließlich Funker. Dann verkriech dich in irgendeine Ecke und benutzt dein ZFG, um die Sonde durch das Gebäude zu steuern. Danach kannst du von mir aus dein Päuschen machen. Aha. Warum hast du den Bohrer mitgebracht? Warum hat Nigel dich auf die Mission mitgenommen? Weil er mir vertraut hat. Der Bohrer ist wenigstens noch nützlich. Na, sehr toll. So. Sonne durchs Fenster werfen. Besser nicht. Nee. Verstehe ich nicht. Ein Plasmarohr können wir vielleicht. Oh je. Ich hoffe, das klappt. Hey, es hat funktioniert. Du hast ein Loch in einen Haufen Schutt gebohrt. Bravo. Und ich finde, es ist richtig gut geworden. Weitermachen. Das Loch ist groß genug für die Sonde. Aha. Verdammt! Du hast sie doch nicht fallen lassen. Nein. Alles in Ordnung. Ich muss das Schaltpult auf dem ZFG benutzen, um die Sonde anzusteuern. Oh shit. Nigel? Bitte, was? Salvador! Ich habe Nigel gesehen! Hinter der Wand! Er lebt!
Das war bloß ein Hirngespinst. Aber er... Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Wir müssen ihm helfen. Du hast deine Arbeit erledigt. Geh deine verdammte Pause machen. Er lebt und ich werde ihn finden. Das war ein Befehl, Funker. Deine Befehle sind hier wertlos. Geh schlafen. Erzählen Sie mir nichts. Für sowas sind Sie doch viel zu schwach. Das weiß ich selbst. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht. Es gab nur noch eine Tür in das Bibliotheksgebäude. Ich hoffe, sie war verschüttet. Ja, das war sie. Aber wieso hoffst du das? Ach, kommen Sie schon. Sie haben doch damit angefangen, die Welt kaputt zu reden. Ich wäre enttäuscht, wenn mal etwas funktioniert hätte. Ja. So viele Bücher hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Dabei müssen Sie doch einen ganzen Berg von Science-Fiction-Romanen gelesen haben. Was? Nichts. Fahren Sie fort. Das ist alles. Die würden in meinen Händen sofort zu stark. Tja, was können wir noch machen? Den Datenkristall mitnehmen. Finger weg! Ja, schon gut. Salvador arbeitet. Okay, vielleicht kommen wir hier raus. Vielleicht kommen wir irgendwie von unten ran. War viel zu schwach, um mich durch die Wand zu schießen. Konnten Sie ihn nicht aufmotzen? Ja, aber sowas ist nicht einfach. Wenn du mich also bitte weitererzählen lassen würdest. Das sollte lieber Delvin machen. Der Bohrer ist ein ziemlich geniales, multifunktionales Werkzeug. Er ist bei uns kaum noch wegzudenken. Dann gehen wir vielleicht zu Delvin. Verdienen, ob da was machen kann. Kannst du mir helfen, den Bohrer zu verstärken? Den Plasmabohrer? Wieso? Ich muss mir einen Weg in die Bibliothek schießen. Wow! Das ist gefährlich! Das ganze Gebäude könnte einstürzen. Ich pass schon auf. Habe ich jemals etwas Wichtiges kaputt gemacht? Mit einer Kondensatormembran könntest du die Energiezufuhr erhöhen. Leider haben wir nur eine Membran und die brauche ich selbst. Kann ich sie nur kurz ausleihen? Du bekommst sie auch sofort wieder zurück. Versprochen. Das geht wirklich nicht. Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Du brauchst sie, damit das Licht blau bleibt? Ja, genau. Du hast es verstanden. Aha. Ich brauche deine Hilfe. Nigel lebt noch. Bist du dir da ganz sicher? Ich habe ihn gesehen. Wir müssen sofort zu ihm. Und Salvador, er will nicht helfen. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Du willst mir also auch nicht glauben? Du solltest dich ausruhen. Danke. Ich komme schon klar. Wird das jemals wieder so werden wie früher? Wie meinst du das? Vor einer Woche saßen wir zu dieser Zeit zusammen und haben uns Geschichten erzählt. Seitdem gibt es nichts anderes mehr als diese Mission. Das ist so... so... ungerecht? Ja. Warum brauchst du die Membran nochmal? Du hast es wohl doch nicht so ganz verstanden, hm? Mein Farbmodulator spinnt und ich brauche die Membran, um das Energieniveau zu halten. Sobald das Licht nur leicht ins Rötliche kippt, zersägt mir der Pulser die Geräte. Das Licht muss also blau bleiben. Also wir müssen irgendwas finden, was das Gerät, was das Licht blau behält und dass wir die Membran dann kriegen können. Danke, ich mach dann mal weiter. Bis nachher.
Haben wir vielleicht irgendwas? Wir haben Seife. Brauchst du Seife? Na danke, Faye. Das fehlte mir heute noch. Ich kann meine Ausrüstung... Hier, ein Messer. Dasselbe habe ich doch auch, Faye. Ach ja. Guck mal, das habe ich gebastelt. Bist du damit durch San Francisco gepaddelt? Ja. Alle Achtung. Was soll ich hier meine paddeln? Kannst du einen Schraubenzieher gebrauchen? Nein, danke. Der Laser benötigt ganz präzise Instrumente. Ach so. Kannst du mir helfen, den Bohrer... Den Plasmabohrer? Ich muss mir ein... Wow, 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 wow! Ich pass schon. Mit einer Kondensator... Leider haben wir nur... Kann ich sie nur kurz... Du bekommst sie auch... Das geht wirklich. Mein Farbmod... Sobald das... Du brauchst sie... Ja, genau. Okay. Weiß nicht. Der Ausrüstung nach... Richten wir doch noch was. Sind dir die Sachen im Weg? Soll ich sie wegräumen? Danke, aber ich brauche die Sachen später noch. Dass wir das alles in die Kapsel bekommen haben. Wie so oft, alles nur eine Frage der Technik. Stein. Klappt alles? Naja, der Farbmodulator macht mir immer noch Sorgen. Das Licht kippt leicht ins Rötliche. Ich habe Angst, dass mir der Aufbau so in Kürze den Tisch durchschmort. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht. Das ist ziemlich kompliziert. Ich muss erst den Modus richtig einstellen. Dann anhand eines Referenzatoms die richtigen Werte ermitteln. Eintragen, auflösen, ausrechnen. Ein kleiner Fehler und das Raumzeitkontinuum platzt. Vielleicht machst du das doch lieber allein. Aber danke für das Angebot. Ja. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Ja, für deine Antennengeschichte hast du ja auch was gebraucht. Das haben wir schon den ganzen Abend gemacht. Da ist nichts mehr und ich will nicht mehr. Ich wäre dann soweit. Alles klar, ich komme gleich nach. Aber ich fürchte, da muss noch einiges passieren, bevor wir hier wegkommen. Wenn wir hier jemals wegkommen. Eine Lampe. Was wollen wir die nehmen? Dina und Johann haben die Lampen gebaut. Ich konnte das nie gut. Was wollen wir die ihm geben als blaues Licht? Das ist nur für den Notfall gedacht, falls uns die Pillen ausgehen. Aha. Die Pillen? Joseph und Delvin waren die einzigen, die was damit anfangen konnten. Öl, Gaskocher, Pfanne. Josephs Pfanne. Den Rest muss die Abteilung fossile Brennstoffe zusammengekratzt haben. In diesen Kühltruhen kann man Lebensmittel oder Medikamente lagern. Wir nutzen sie aber meistens, um Arbeitsproben zu konservieren. Da sind nur Delvins Pflanzenproben drin. Sie ist zugefroren. Darin haben wir den Kleinkram transportiert, der während der Bootsfahrt nicht nass werden durfte. Ich habe ihn vorhin ausgeleert. Da ist nichts mehr. Mhm, nichts im Container. Hey! Oh, weg da! Ein Müllpanda. Was für ein lustiges Tier. Ich hätte vielleicht netter sein sollen. Nicht mehr lange und es ist ausgestorben. Ein Müllpanda. Juhu. Ein dicker, eine alte Wett. Wenn ein Müllpanda entdeckt. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel. Ich brauche das alles nicht. Meinem Körper geht es, glaube ich, ganz gut. Kohletabletten zum Aufbereiten von Wasser. Salzwasser, falls wir uns vergiftet haben. Und Desinfektionsmittel.
Gut. Salvador war richtig froh, als wir die endlich ausgerollt hatten. Er meinte, auf die Art lassen sich wenigstens wichtige Dinge sicher stapeln. Oh, eh. Hoffentlich zerdrücke ich die nicht, wenn ich schlafe. Eine Batterie. Das hätte sicher wehgetan, wenn Delvin sich da draufgelegt hätte. Ich nehme sie da besser raus. Aha. Ich kann... damit das aufklappen. Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Die lag unter deinem Schlafsack, Delvin. Wie ist die denn da hingekommen? Du kannst sie haben. Danke. Kannst du mir helfen, den Bohrer... Den Plasma-Bohr... Ich muss mir einen Weg in... Wow! Ich pack... Mit einer... Leider hab... Kann ich's... Du bekommst... Das geht... Mein... Sobald du brauchst... Ja, ge... Ich kann die Batterie nicht einfach... Ja... Wir haben also eine Batterie. Das bringt uns jetzt was. Zuverlässig, strahlend hell und sauber. Schlafen gehen können wir nicht. Ich kann die Batterie... Ja. Es scheint immer noch zu halten. Aggressiv, eklig laut und unruhig. Ja, das wollte ich nicht. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Ich könnte abhauen und mich weit weglegen, wo mich niemand findet. Aber ich will nicht, dass Delvin sich Sorgen macht. Das wäre gemein. Er will sich bestimmt auch bald ausruhen. Tja. Ich bin auch müde. Ja. Ich gehe hier schon. Joa. Besser nicht. Gehen wir schon wieder die Ideen aus. Das bringt nichts. Das bringt nicht. Vielleicht können wir nur überrumpeln und den Datenkristall dafür benutzen. Geht auf zu putschen. Das bringt nichts. Auf zu putschen. Das bringt nichts. Meine das Pallern. Bringt nichts. Das bringt Seiten. Nicht. Das bringt nicht. Um der Zeit zu funkeln. Bedeutet dir Nigels Überleben denn gar nichts? Mach deine verdammte Pause! Ich würde ja. Wir dürfen nicht. Salvador war richtig froh, als wir die... Er meinte... Nur Fussel. Eine Schreibtafel. Damit macht sich Salvador manchmal Notizen. Nein, Salvador könnte es lesen und er würde es nicht verstehen. Zwei
2054 nach Beginn der Mission. 2050 ist zu spät. Phoenix Plan droht zu scheitern. Team A und B sowie D und H sind tot. Wurden gerettet. Von Funker F42. Hey, ich heiße Faye. Und warum stehe ich in Klammern? Nächster Schritt. Reorganisation mit Pilot Delvin. Neue Zielzeit ermitteln und zweiten Zeitsprung initiieren. Ich glaube, das ist für irgendwelche Messgeräte oder so. Kein Strom. Ich wüsste ja eh nicht, was ich damit soll. Geht nicht. Kein Fach. Nicht mal für eine Batterie. Was will ich mit dem Ding überhaupt? Das macht die anderen doch auch nicht wieder lebendig. So. Daten wurden gelöscht. Geschieht ihm recht. Angehender Saboteur. Aha. Delvins Tasche. Komische Halterungen, irgendwelche Adapter und Klemmendinger. Ich nehme an, nur Delvin kann was mit dem Zeug anfangen. Naja, vielleicht auch noch Salvador. Ich dachte, davon finden wir vielleicht irgendwas, was uns als Ersatz helfen könnte. Süß. Da sitzt so ein Schmetterding. Du magst unser Licht, was? Morten. Ja. Salvador, er meinte... Hinlegen und Hose machen können wir nicht. Danke, ich mach... Bis nachher. Leider funktionieren sie nicht. Da bin ich ja ratlos. Das wird nichts. Es ist viel zu tief und zu dunkel. Das war ich. Erzählen Sie mir nichts. Das weiß ich, deswegen habe ich... Nee. Auf keinen Fall. Nein. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Die Sonde entfernt sich. Das Signal wird immer schwächer. Aha. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Verbindung. Auf keinen Fall. Delvin hat zu tun und mit Salvador möchte ich nur im absoluten Notfall sprechen. Ja, vielleicht. Nee. Verstehe ich nicht. Nee. Das bringt nichts. Den haben wir schon, ja, das haben wir schon erst gezeigt. Wo haben wir hier den? Keine Ahnung wie. Verstehe ich nicht. Das bringt nichts.
Das bringt nichts. Tja. Ich werde mir einen Weg durch die Wand bohren. Geh deine verdammte Pause machen. Okay, macht Sinn. Mach Pause. Kurze Stream-Pause. Bis gleich. Ich mach mir mal ein... Ist schon ein bisschen früher jetzt. Das ist aber... Ja, schon nach einer halben Stunde haben wir jetzt erst knapp. Oder haben wir noch irgendwelche Ideen? Ich habe jetzt so ziemlich alles mit allem ausprobiert. Ich kann die Batterie... Nee. Das bringt nichts. Ich kann meine... Das bringt nichts. Das bringt alles nichts. Dann... Tja... Sachen. Ich kann die Batterie nicht einfach so in den Bohrer stecken. Oh, okay. Sachen mit sich selbst kombinieren, wollte ich gerade sagen. Ich nehme mal den Filter heraus. Na sicher, ein Blaufilter. Können wir das bei dem auch hier beim ein Kreuz. Ansehen können wir das. Die Batterie ist. Und noch irgendwas auseinandernehmen. Das habe ich selbst gemacht. Trockene hat Seife ein. Die Sonde ist zu weit entfernt. Ich kann keine Ver. Sonde benutzen und. Ah, okay. Na dann hier. Kann dieser Blaufilter die Kondensatormembran ersetzen? Darf ich mal sehen? Das ist etwas, simpel, aber könnte vielleicht klappen. Fantastisch! Es funktioniert wirklich. Hier, ich denke, du kannst die Membran haben. Aber sei vorsichtig damit. Okay. Das ist ja nur ein Netz. Ja. Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Ich habe eben im Lager eine Batterie gefunden. Dann hast du alles, was du brauchst. Okay, danke. Können wir das jetzt kombinieren? Rein damit. Jetzt liegt die Batterie im Netz. Die Batterie sah aber ziemlich groß aus. So, jetzt sollte der Bohrer genügend Power haben. Okay, ist ein großer Bohrer. Wo eine große Batterie reinpasst. So, na dann. Ich nahm also den aufgemotzten Bohrer, richtete ihn auf die Blockade, als wollte ich ein zweites Loch bohren, zielte... Und peng, alles flog in die Luft. Nein, ich bohrte ein zweites Loch. Die Membran war nicht stark genug gewesen. Etwas fehlte noch. Ja. Also. Können wir das mal aufmachen und da... Delvin hat zu tun und mit... Ja, das ist ja sehr gut. Brauchen wir vielleicht den Kristall von dem... oder ein bisschen Salz, das hätten wir hier. Wie funktioniert die Membran nochmal? Um sie zu benutzen, musst du eine Energiequelle hineinstecken und es dann an den Bohrer anschließen. Das Netz zieht die Energie aus der Batterie und gibt sie konzentriert an das Endgerät ab. Wie funktioniert... Um sie zu... Das... Tja... Was haben wir ja eigentlich? Ein multifunktionaler Bohrer. Er besitzt eine Bohr- und Schneidefunktion. Und sein Filter ist austauschbar. Von mir stammt auch noch die Membran, um die Durchschlagskraft zu verstärken. Tja, aber es funzt nicht. Nein. Ein Paddel? Nein, nein. Verstehe ich nicht. Nein. Das bringt nichts. Ja.